Ja. Hallo, ich habe jetzt auch ein Mikro. Geil, hol mir eine Cola und kippen. Bring uns mal bitte auf den Standpunkt. Ja, ziemlich voll hier und Karten sind ausverkauft. Wir kämpfen um jede Karte. 600 Euro pro Fall. Ich würde 100 Euro für eine Karte bezahlen. Ich habe eine Karte, bin deswegen auch besser drauf als die anderen hier. Moin, was ist los? Hier ist Stay Hungry! Ja, jetzt könntet. Wir sind Stay Hungry, wir haben Lebensmittel. Viel zu wenig zu essen auf der Bühne. Fans von ja, immer geil. Ja, richtig immer geil. Geil, dann geht's mit. Ich hätte von mir aus lieber nochmal gemacht, aber dafür besser. Ich hätte noch eine halbe Stunde draufgezockt, das wäre geil. Ja. Wir sind ein Regenwurm mit topierten Haaren und trinken ein riesengroßes Stück Holz. Das Problem ist, wir würden gerne noch ein paar Leute über Abendkasse reinkriegen, aber die lassen keinen mehr rein. Da sehen wir alles drin, weißt du, weil alle Bands haben 150 Karten weg. Könnte der erste Platz sein, könnte der vierte sein. Ich denke, das hängt jetzt einfach davon ab, wie die Bands sich auf der Bühne geben. Wir haben jetzt alles gegeben, um Leute hinzukriegen. Wir werden auf der Bühne nochmal alles geben und wenn es dann nicht klappt, dann war es fair. Ja, also wir haben diesmal ein anderes Intro dabei. Mal gucken, wie das kommt. Ich bin hier ganz fettig mit den Nerven und will da jetzt drauf. Aber geht nicht. Wir werden wieder 125% geben. Wir lassen uns was ganz Bestimmtes einfallen, was ganz Besonderes, um die Fans zu überraschen. Vielleicht haben wir wieder Pyros dabei, die kommen immer ganz gut an. Zwei Daumen hoch. Und ich denke, wir werden einfach das Pantheon komplett auseinandernehmen. Jetzt kommen wir zur feierlichen Übergabe des ersten Preises. Einmal reinschlüpfen. Das ist großartig. Was habt ihr für Fans? Das ist unglaublich. Das waren bestimmt 6 oder 7 Fans. Das ist der Penis mit Sack. Das ist die neue 2-Raum-Wohnung. Schön. Auch sehr gut zu sehen, muss ich sagen. Das ist der Uwe. Ja, fick dich! Fick dich und deine Mutter! Wir legen ganz schön nach, würde ich sagen. Ja, das ist eine Ansage. Ich muss dringend pinkeln. Das ist super stressig. Meines Erachtens hätten wir den Backstage-Bereich völlig. Für Kameraleute wie dich.
Ja, gucken Sie die Trickkiste. Das sind Pyro-Effekte vom Feinsten. Penner, Arschloch, Safter. Fickrige Legemutter. Fickrige Legemutter. Hör auf uns zu filmen jetzt. Das macht den ganzen Ruf kaputt. Also wir würden nicht lieber als endlich mal alles so auch im Studio mal richtig aufs Band kriegen. Ja, warten wir es ab. Wahnsinn, also wir hätten wirklich nicht damit gerechnet. Ich weiß, das sagt man zwar meistens immer, aber die Konkurrenz. Nee, war eigentlich die Konkurrenz war wirklich verdammt gut. Ja, wow, einfach. Ich habe mich schon innerlich so ein bisschen darauf eingestellt, okay, was ist der Zweite oder Dritte oder sowas. Als er dann das Teil rausgezogen hat, habe ich mir echt gedacht, so. Ja, ich möchte mich noch bei unserem Vater bedenken, der uns fast jedes Konzert sehr gut unterstützt hat. Ich möchte mich bei Stay Hungry, Sacrifice und Eat on the Table bedanken, weil das sind die Bands, beziehungsweise die Fans vor allen Dingen, die uns die Zweitstimmen gegeben haben und wegen denen wir ins Halbfinale gekommen sind. Okay, ich muss sagen, Toys to Mars ist 2006. Wenn ihr mitmachen könnt, macht einfach mit. Das ist das Geilste, was ihr überhaupt machen könnt. So oft kommt ihr gar nicht auf die Bühne und so viele Fans werdet ihr überhaupt gar nicht vor der Bühne sehen, wenn ihr euch nicht anstrengt. Also macht da unbedingt mit. Das ist immer gut, wenn man nicht zufrieden ist.